Eins habe ich euch noch. Also, und zwar, wie geht es mit der ISBN-Nummer, mit dem Verlag oder wie bringt man das überhaupt an die Kinder? Also, wo ich da begonnen habe, und das war ja mit Tom und der Wolf, der war ja das Erstlingswerk, da habe ich mich so richtig durch einen Dschungel durchkämpfen müssen, weil ich keine Ahnung hätte. Und dann noch am Anfang, ich war ja immer überzeugt von diesen Dingen, die ich mache. Und das gibt auch unfassbar Kraft im Fall, Dinge zu machen, auch wenn viele widersprechen oder viele die belächeln oder viele sagen, ja, jetzt fängt sie ja an zu schreiben. Das war ja das erste Buch oder ja, das gibt mehrere, die haben ein Buch geschrieben, aber zweits folgt im Fall nicht oder vielleicht, aber dreht sicher nicht. Ich habe inzwischen 17 Bücher. Und ja, das war so schon. Das könnte man sagen, nicht nett von der Masse oder beziehungsweise sind schon viele gescheitert oder haben vielleicht ein bisschen zu wenig Kraft gehabt. Ich habe das, ich habe Mut, ich habe Kraft und war davon überzeugt, von dem Produkt nicht nur, sondern was es bewirken kann. Und dann bin ich noch gelaufen. Wie gesagt, ich habe es bei Schulen und Kindergarten angeboten. Ich bin in Buchhandlungen gelaufen und habe es angeboten. Ja, und ich bin auf geschlossene Türen gestoßen, buchstäblich. Es gab ganz wenige, die gesagt haben, ich finde das toll, was du machst und ich möchte gerne ein paar Bücher, auch zum Verschenken zum Beispiel. Es war einmal eine ganz liebe Freundin dabei, die das als Weihnachtsgeschenke also ihren Kunden gegeben hat, anstatt irgendein Blödsinn, wo jeder in Kuli oder irgendwie sonst so irgendwas, wo man ziemlich schnell vergessen hat. Na, sie hat diese Bücher als Weihnachtsgeschenke angeboten, ihren Kunden als Geschenk gemacht. Dann habe ich einen wunderbaren Bürgermeister gehabt, der mich immer unterstützt hat damit in Brienz. Das ist der Michael Ritsch. Der hat immer Bücher auch zu einer kleinen Menge bei mir eingekauft, um sie dann Bregenzer Kinder weiterzuschenken. Das finde ich eine ganz große Geste im Fall. Das finde ich was ganz Schönes und Besonderes. Nicht nur, dass ich als Autor von Bregenz quasi gefördert werde, unterstützt werde, wie viele, sondern auch, dass ein Bregenzer Erdenbürger quasi neuer beschenkt wird mit sowas und wenn er da in Bregenz quasi auf die Welt kommt. Also ich finde das schöne Sachen, die mir passiert sind, das hat mir auch oft Kraft gegeben und oft Mut gegeben und mir immer wieder gefreut, riesig gefreut. Und ja, so sind die Bücher am Anfang doch karg unter die Leute gekommen. Denn natürlich habe ich selber noch ein Geschäft, dann hat es geheißen, ja, ach, du hast Bücher, ich möchte gern eins. Oder wenn ich mal jemandem erzählt habe davon, dann hat er gesagt, oh toll, bitte gib mir's. Und es gab auch Menschen, die gesagt haben, okay, Bildung ist mir wichtig und Vorlesen ist mir wichtig. Gerade in einer Zeit, wo die Technologie Fortschritt gefunden hat und es fast weg war. Also die Bücher wurden irgendwie fast wegradiert. Und gerade jetzt, wir haben 2024, gab es ja die letzten Jahre einen Megamangel an Papier. Und die Preise sind ins Bombastische hinaufgestiegen. Und die Bäume anscheinend sind weniger worden. Also es war schon fast schwierig, ein Buch zu machen. Wirklich. Und es hat sich auch gewandelt. Die Bücher wurden Small Taschenbücher anstatt Hardcover-Bücher. Ich habe ja Hardcover-Umschläge, weil es natürlich weniger Papier braucht und günstiger ist. Gerade in der Teuerung der letzten Jahre. Also ich habe schon auch ein Abenteuer mit diesen Büchern, alleine sie zu produzieren und sie in die Welt zu tragen. Und das ist wieder so ein Medium, tatsächlich. Das ist wieder so ein Medium, wo ich versuche, diese wunderbaren Büchlein in die Welt zu tragen, damit sie die Kinder erreichen. Und ihr könnt mir natürlich damit helfen, indem ihr eins bestellt. shop.madella-mella.com. Würde mich freuen. Mir ist allerdings ein Anliegen, dass das die Kinder erreicht, die Erwachsenen erreicht und damit sie bereichert. Bis zum nächsten Mal. Fortsetzung folgt.